Tura Westrauderfehn gegen Frisia Loga steht es 0:1. Patrick Vitor schoss das Tor und in der Leitung haben wir jetzt unseren Kai Viktor. Kai, hat sich was getan in der Zwischenzeit? Nein, es hat sich nicht viel getan. Gerade eben vor etwa 3 Minuten kamen die Loga noch einmal vor das Tor von Tura 07 und Benjamin Jens ließ sich theatralisch fallen, doch Schiedsrichter Timo Daniel vom BSV Kickers Emden fiel auf diese Schwalbe nicht rein. Ansonsten ist es ein Spiel der Ballverluste, ein Spiel der Einwürfe und der Fehlpässe. Daran schuld ist aber unter anderem auch der Wind. Tura muss gegen den Wind spielen, da kommen die Pässe ab und an zu knapp an und Loga spielt folgedessen mit dem Wind und die langen Bälle gehen dann ins Seiten aus oder sogar ins Tor aus. 1:0 weiterhin der Spielstand für Frisia Loga und nennenswertes ist in den letzten Minuten hier nicht passiert. Ja, nennenswert, der Wind, ist es auf dem Platz trocken, gut bespielbar? Der Platz ist wie ein Teppich, er ist auch nicht nass, also es ist wirklich gut zu spielen, nur wie gesagt, beiden Mannschaften macht der Wind doch einige Schwierigkeiten. Sind genug Zuschauer gekommen für dieses Derby? Nein, ich würde mal sagen, man hätte kein Problem, Sie mit Handschlag zu begrüßen. Fein, Dankeschön fürs Erste. Wir melden uns wieder. Danke.